Skitluut die zwermet voor Rio, voor London oder Paris. Ich selber, ich schwärme ganz einfach vor me Sommertag an der Rüss. Am liebsten hock ich beim Rüsteg und schaue, wie's Wasser flüsst, wie sich Sonnenlicht glitzerig spiegelt und ein Gemüsehändler Abfall reinschüsst. Vom Rathaus geschmeckt's nach Kaffee und vom Gemüsestand unter der Ecke hört man eine Frau laut schimpfen, weil sich den anderen bedient worden sei. La 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 la. Ein paar Schüler auf klapprigen Stühli zeichnen Kappelbock auf ihr Blatt, doch sobald der Lehrer vorbei ist, legen sie den Bleistift wieder ab. Wo der Seebock hörst Auto hupen, schmeckt nach Fisch von irgendwoher. Dur vom Rathaus schlägt halb. Ein kleiner Bub kommt mit einer Glasse daher. Wie sich die Enten ums Futter streitet, wenn es frech ist, verwünscht nichts davon. Ich muss den am extra denken, das sei nicht nur bei den Enten so. La 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 la. Zugegeben, die Rüsse ist nicht Zähne, Pilatus nicht Zuckerhut, Kappelbock ist nicht Tauerbrist, du hockst an der Rüsse eben so gut wie zum Beispiel zu Paris oder Seine. Die Sonne ist überall die gleich und das Wasser ist dort nicht nässer als da. Darum denke ich den Amix für mich. Wenn die anderen schwärmen vor Rio, vor London oder Paris, wenn die erst wissen, wie schön das das ist, am Sommertag an der Rüss. La 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 la